Bierfahren. Heute der Unterschied zwischen Bierbrauern und Bierdieben. Oh, hallo liebe Kinder. Das da sind Bierbrauer. Klingt komisch, ist aber so. Der Brauer oder auch Cervisium agricola domus gilt als besonders eher einfältiges Säugetier. Er kennt keine Körperhygiene, weist eine niedrige Intelligenz auf und wird von seinen unterentwickelten Instinkten getrieben. Dies ist auch an seinem Paarungsruf erkennbar. Wir sind alle homosexuell, schwul, homosexuell, schwul. Ja, richtig. Durch seine mangelnde Intelligenz fällt der Brauer bereits auf einfache Köder bei der Paarungssuche herein. Oh, das ist der geilste Arsch, den ich je hatte! Woo! Dadurch sterben sie Darwin sei Dank wieder aus. Des Weiteren neigt der Brauer dazu, sein kleines Geschlechtsorgan in Gerstensaft zu tunken, da er glaubt, dass es dieses wachsen lässt. Diesen Vorgang bezeichnen sie überheblicherweise als Brauen, wodurch es zu ihrem Namen gekommen ist. Gerne beschäftigt sich der Brauer auch mit einfachen Tätigkeiten, die unnötig Kraft kosten und keine Chance auf den Sieg geben, während die Diebe hingegen intelligent und effizient denken. Auch der Stuhlgang überfordert viele der Männchen immer wieder gern. So sind sie nicht in der Lage, ihre Umgebung angepasst zu koten. Nun, wie Sie sehen können, ist auch dieses Exemplar kläglich gescheitert. Immerhin ist es so intelligent, dass es nicht... Oh Gott, ist nützlich, ne? Oh mein Gott, du hast dich ver... Nein! Du bist es! Nein! Der natürliche Feind des Brauers ist der Bierdieb. Durch seine überlegenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten ist bereits eine Handvoll Bierdieben ausreichend, um eine Herde Bierbrauern zu verscheuchen. Hey. Auf dem Schlachtfeld zeichnen sich die Bierdiebe durch ihre humorvolle und kameradschaftliche Art aus. Diese geben sie deutlich in ihren Schlachtruf wieder. Bier! Diebe! Bier! Diebe! Bier! Diebe! Dankeschön! Bitteschön! Ich mach mal Theater, nein. Ich darf das. Have you ever felt? Are you listening? Damn.